Ich danke dir, dass du noch immer dran bleibst an diesen Botschaften. Wir haben noch drei kurze Botschaften. Und dass es zu deinem Lebensstil wird. Denn überlege mal, wie viel kannst du mitnehmen in die Ewigkeit? Nichts, gar nichts. Wir sind nackt gekommen und werden nackt zurückgehen. Also fang an, dein himmlisches Konto zu füllen. Das nächste Kapitel heißt, und wir sind wieder in demselben Park, in unserem Hotel. Und ich freue mich sehr, dass du dran bleibst und dass du nicht aufgibst. Denn was uns täglich erwartet, ist Wachstum. Wachstum. Wir sollen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen, von Kraft zu Kraft, von Freude zu Freude, von neuer Lebenserfahrung zu neuen Lebenserfahrungen. Wir sollen wachsen in unserer Berufung hier auf dieser Welt. Und das nächste ist das Leben aus dem Glauben. Ich begegne sehr vielen Menschen, die extrem gesegnet sind, die schon so viel von Gott empfangen haben. Aber eine Sache fehlt noch in ihrem Leben. Die einen wünschen sich verzweifelt ein Kind, andere einen Partner. Dann wieder richten manche all ihre Anstrengungen darauf, endlich ein Eigenheim erwerben oder den nächsten Schritt auf der Karriere Leiter machen zu können. All ihre Konzentration ist auf die eine Sache gerichtet, die ihnen fehlt. Dabei verpassen sie alles, was Gott ihnen schenkt und können es nicht genießen. Sie blicken nur auf den Mangel, nicht auf den Überfluss, der ihnen eigentlich gegeben ist. Im Paradies gab es zwei Bäume, den Baum des Lebens und der Erkenntnis von Gut und Böse. Da lesen wir im 1. Mose 2,9 davon. Und ich bin überzeugt, dass es tausende von Bäumen gab, von denen die Menschen essen durften, mit herrlichen, leckeren Früchten. Nur der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse war ihnen versagt. Aber der lachte sie am meisten an und sie wollten unbedingt von ihm kosten. Dabei wollte Gott, dass sie sich vom Baum des Lebens ernährten. Wie damals für Adam und Eva gilt es heute für dich. Gott möchte, dass du dich vom Baum des Lebens ernährst und dich an all seinen Geschenken erfreust. Wenn du seine Früchte erntest, wird er dir zur rechten Zeit alle Offenbarungen geben, die du brauchst. Und er wird Glauben in dir freisetzen. Er möchte, dass du ihm vertraust, dass du das, was du noch nicht hast, zur rechten Zeit von ihm bekommen wirst. In Markus 9, 14 bis 29 lesen wir die Geschichte von der Heilung eines besessenen Jungen. Ein Mann brachte seinen Sohn zu Jesus. Er hatte einen Geist, der ihn nicht reden ließ. Jesus sollte ihn heilen, denn er wurde extrem von ihm gequält. Bereits die Jünger hatten versucht, ihn auszutreiben, doch es war ihnen nicht gelungen. Nun kam Jesus dazu und der Mann flehte ihn an. Tu etwas, wenn du kannst. Was soll das heißen, wenn ich kann, fragte Jesus. Alles ist möglich für den, der glaubt. Der Vater rief, ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Es gibt Unglauben und es gibt Glauben. Manche Leute meinen, Glauben heiße nicht zu wissen, nur zu vermuten. Wenn man beispielsweise sagt, ich glaube, morgen wird das Wetter schön, ist man ja nicht sicher. Diese Verwendung des Wortes haben wir auf den Glauben an Gott übertragen. Bei mir selbst war das so, bis mich ein Pastor darauf aufmerksam machte. Ich lebte in der Zeit in Amerika und hatte tatsächlich ein sehr wackeliges Verhältnis zum Thema Glauben. Er erzählte mir daraufhin folgende Geschichte. In New York spannte ein Seiltänzer zwischen zwei Hochhäusern, weit oben ein Seil. Die ganze Woche trainierte er für seine Samstagabendvorstellung. Ein Rentner, der Zeit hatte, schaute ihm täglich bei seinen Übungen zu und ging schließlich nach dem Training zu ihm. Er sagte, ich habe sie die ganze Woche über beobachtet. Sie sind auf dem Seil sicherer als ich auf der Straße. Ich finde das, was sie da machen, wirklich einmalig. Sie werden eine fantastische Vorstellung dieses Wochenende haben. Daraufhin sagte der Seiltänzer, danke,
Ich habe mir heute überlegt, dass ich gerne am Samstag einen Schubkarren über das Seil schieben würde. Würden Sie sich hineinsetzen? Der Rentner reagierte erschrocken. Nein, danke. Am Samstagabend schob der Seiltänzer tatsächlich einen Schubkarren über das Seil. Darin saß ein junger Mann. Der ältere Herr bekam bereits beim Zuschauen beinahe einen Herzinfarkt. Völlig fassungslos fragte er hinterher den Mann in dem Schubkarren, ob er denn keine Angst gehabt habe. Dieser entgegnete ruhig: Nein, überhaupt nicht. Der Mann bohrte nochmal nach: Aber wieso denn nicht? Die Antwort des jungen Mannes: Na, der Seiltänzer, das war doch mein Papa. Der Sohn hoffte oder vermutete nicht, dass er irgendwie heil auf die andere Seite kommen würde. Nein, er wusste es, weil er seinen Vater kannte. Volles Vertrauen können wir nur haben, wenn wir wissen, wie gut der Vater ist, wie liebevoll und dass er bereits das Allerliebste uns für dich und für mich gegeben hat, seinen Sohn Jesus Christus. Damit wir das Leben haben, damit wir herauskommen aus allen Flüchen, aus allen Schmerzen, aus allen negativen Erfahrungen, hinein in ein Leben der Freude, des Friedens und des Glaubens. Und da lesen wir im Galaterbrief 3, 10 bis 14 folgendes. Wer dagegen auf das Gesetz vertraut, um vor Gott gerecht zu werden, steht unter einem Fluch. In der Schrift heißt es: Verflucht ist jeder, der nicht alle Gebote beachtet und befolgt, die im Buch des Gesetzes geschrieben stehen. Deshalb ist klar, dass niemand je durch das Gesetz vor Gott gerecht gesprochen wird. Denn die Schrift sagt: Durch den Glauben hat ein Gerechter Leben. Dagegen sagt die Schrift über den Weg des Gesetzes: Wenn du durch das Gesetz Leben finden willst, musst du alle Gebote des Gesetzes erfüllen. Doch Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich. Halleluja. Denn in der Schrift heißt es: Verflucht ist jeder, der an einem Holz hängt. Durch die Tat von Jesus Christus hat Gott allen Völkern den Segen geschenkt, den er Abraham zugesagt hat. So empfangen wir den Heiligen Geist durch den Glauben, wie Gott es versprochen hat. Ihr Lieben, das ist so wichtig, dass wir wirklich wissen, wir sind in einer neuen Dimension, und zwar in der Dimension des Heiligen Geistes. Im 5. Mose 28 könnt ihr lesen: Wenn ihr genau auf meine Stimme hört und tut, was ich euch sage, dann wird der Segen fließen ohne Ende. Dann sind 13 oder 14 Segnungen. Der Herr macht dich zum Licht für die Nationen. Und überall wirst du gesehen werden, im Land, in der Stadt, überall. Und er macht dich zum Kopf und nicht zum Schwanz. Aber wenn du nicht hörst auf die Stimme Gottes, und nicht tust, was er sagt, dann kommen um die 45 Flüche. Ich kann es mir persönlich nicht leisten, nicht auf Gott zu hören. Ich will auf Gott hören, denn ich will. Bin unwahrscheinlich gerne gesegnet. Also der Buchstabe tötet, aber der Geist bringt Leben. Amen. Wir müssen nicht länger auf unsere eigene Leistung vertrauen, wenn wir Jesus in unser Leben eingeladen haben, sondern dürfen uns vertrauensvoll an ihn hängen. Er schenkt uns Leben und den Heiligen Geist. Ich möchte betonen, dass wir in einer Zeit leben, in der wir ohne Glauben nicht durchkommen. Überall verändern sich Dinge, auf die wir bisher vertraut haben. Das, was wir bisher für unerschütterlich gehalten haben, bekommt Risse. Und ich glaube, dass Gott vieles in unserem Leben durchforscht. Er will sehen, wie fest unser Fundament ist, worauf wir unsere Sicherheiten gesetzt haben, worauf wir gebaut haben. Alles wird erschüttert und wir brauchen unbedingt Glauben, wenn wir da hindurchgehen wollen. Wir müssen unser ganzes Leben in Gott finden. Er muss wieder die einzige Quelle werden. Dazu eine andere Geschichte. Ich war einmal bei einem Rabbi eingeladen, der mir erzählte, dass die Juden bisher glaubten, dass die Tora die höchste Offenbarung Gottes sei. Doch jetzt glauben wir, dass wir vor einer neuen Dimension stehen, die noch darüber steht.
Wir wissen noch nicht, was es ist, aber wir wissen, es kommt etwas Neues, eine neue Offenbarung. Und ich hatte gerade die englische Version meines Buches Come into your destiny, komm in deine Bestimmung, in der Tasche und bekam den Eindruck, dass ich es herausnehmen sollte und die erste Bibelstelle, die darin zitiert wurde, vorlesen sollte. Ich hatte keine Ahnung mehr, was dort stand. Trotzdem folgte ich der Anweisung und las dem Rabbiner 2. Korinther 3,6 vor. Und ich sagte dem Rabbiner, ich glaube nicht nur das Judentum steht vor einer Mauer, auch die gesamte Christenheit. Und ich möchte Ihnen jetzt aus der Bibel ein Wort vorlesen von einem Juden. Allerdings war er messianisch, der Paulus. Der hat viele Kapitel in der Bibel geschrieben und er schreibt Folgendes. Er hat uns befähigt, Diener seines neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der nicht auf schriftlichen Gesetzen beruht, sondern auf dem Geist Gottes. Der alte Weg führt in den Tod, aber auf dem neuen Weg schenkt der Heilige Geist Leben. Der Rabbiner hörte konzentriert zu, dann bat er mich, lies es noch einmal. Also las ich ihm die Stelle noch einmal vor. Dann meinte er, ja, ich höre. Verwundert fragte ich, was hörst du? Ich höre Ruach, Ruach. Und das heißt auf Hebräisch Heiliger Geist. Ihr Lieben, wir sind jetzt alle an einer Schwelle, wo wir nur mehr noch auf die Stimme Gottes hören können. Ich war platt, denn die nächste Dimension, die die Juden erleben werden, ist der Heilige Geist. Und man musste ich unwahrscheinlich weinen, weil Gott mir die Augen dafür öffnete, dass wir, die Heidenchristen, Jesu für die Juden zu einem Mörder gemacht haben. Viele von ihnen setzen das Christentum mit dem Tod gleich, weil sie von Christen verfolgt und umgebracht wurden. Im Mittelalter während der spanischen Inquisition oder unter Hitler, unter dem Naziregime. Es geht bis heute weiter, wenn manche Christen die sogenannte Ersatztheologie predigen. Ich bete immer wieder dafür, dass Gott den Juden Gnade schenkt, zu vergeben, was sie durch das sogenannte Christentum erlitten haben. In diesem Moment im Zimmer des Rabbis hörte ich innerlich ganz deutlich die Worte, vergebt ihnen, denn sie wussten nicht, was sie taten. Und zur gleichen Zeit sagte der Rabbiner, ich höre, vergebt ihnen, denn sie wissen nicht, was sie taten. Er empfing also in diesem Moment die Botschaft vom Heiligen Geist, dass er den Christen vergeben sollte, so wie ich es auch gehört hatte. Er hat das dann getan. Ein heißer Strom der Liebe ist zwischen uns geflossen. Wir haben zusammen geweint und zusammen gestrahlt und zusammen entschieden, den Christen zu vergeben, die Juden verfolgt haben, auch im Namen der Kirche. Ich bin mir vorgekommen wie der 12-jährige Jesus mit den Schriftgelehrten im Tempel. Eine unglaubliche Erfahrung. Gott möchte durch seinen Heiligen Geist zu uns sprechen und uns führen. Wenn wir auf seine Stimme hören und ihm gehorsam sind, werden wir Wunder um Wunder erleben. Ich garantiere dir, wenn du dich auf so ein Leben einlässt und darauf, dich von Gott durch seinen Geist führen zu lassen, wirst du aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Du wirst genauso staunen wie alle anderen Menschen, die dein Leben beobachten. Gott möchte dich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führen. Was ist also nun Glaube? Die Antwort finden wir im Hebräerbrief 11. Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Auf die Frage, warum der junge Mann im Schubkarren keine Angst hatte, antwortete dieser, der Seiltänzer war doch mein Papa. Und genau das ist der springende Punkt. Wie viel Vertrauen hast du in Gott? Siehst du ihn als deinen liebenden Vater, der dich niemals in Gefahr bringen würde? Das wird deinen Glauben bestimmen. Das Problem ist ja, dass wir häufig die Erfahrungen mit unserem irdischen Vater auf unseren himmlischen Vater übertragen. Ich habe mich einmal gefragt, warum die Maria in der katholischen Kirche so groß geworden ist. Ich denke, dass es daran liegt, dass die meisten Menschen eine bessere Beziehung und größere Vertrautheit zu ihrer irdischen Mutter haben.
Darum hat Maria solch eine Machtposition bekommen. Denn viele Menschen haben eine sehr belastete Beziehung zu ihrem irdischen Vater gehabt. Entweder war er distanziert und hat nie mit ihnen gesprochen oder war streng und fordernd. Vielleicht kannten sie ihn auch gar nicht und er hat sie schwer enttäuscht. Vielleicht war er nur an ihren Leistungen interessiert oder hat sich sogar missbräuchlich verhalten. All das trägt nicht dazu bei, dass sie eine unbeschwerte Beziehung zu ihrem himmlischen Vater entwickeln. Das positive Vorbild fehlt. Ich habe das selbst so erlebt. Mein Vater versprach mir manchmal etwas, was er nicht hielt. Es waren keine großen Sachen. Und im Nachhinein kann ich in vielen Fällen nachvollziehen, warum er so gehandelt hat. Mir selbst passierte das später ja auch bei meinen Kindern und ich will ihm das nicht nachtragen. Doch immer, wenn ich in der Bibel las, lächelte ich bei den Versen mit Verheißungen, nur spöttisch, in mich hinein. Ich zog überhaupt nicht die Erwägung, dass sie für mich gelten könnten. Als mir das irgendwann bewusst wurde, fragte ich mich, woran das lag. Gott zeigte mir die Folge. Wenn mein Vater mir etwas versprochen und dann nicht gehalten hat, tat mir das weh. Um mich selbst zu schützen, entschloss ich mich daher, erst gar keine Erwartungen mehr zu haben. Denn wenn ich nicht daran glaubte, würde es mich auch nicht, mir nicht wehtun, wenn es nicht eintrat. Und das habe ich auf den himmlischen Vater übertragen. Wenn ich gar nicht erst ernst nahm, was ich in seine Worte las, war es egal, wenn es nicht so passierte, wie es da stand. Doch das war totaler Unglaube. Als ich das erkannte, tat ich Buße, vergab meinem irdischen Vater und damit war die Sache gegessen. Heute glaube ich Gott alles. Wo überträgst du Erlebnisse mit deinem irdischen Vater auf den Vater im Himmel? Bitte den Heiligen Geist um eine Offenbarung. Und dann kehre um, vergib auch deinem Vater und freue dich, dass du eine neue Dimension Gottes erleben darfst. Manchmal kann es sein, dass die Verletzungen so groß sind, dass du bei diesem Prozess Hilfe brauchst. Wenn du das merkst, dann suche dir eine vertrauenswürdige Person, einen Seelsorger oder eine Therapeutin und gehe mit ihm oder ihr das Thema an. Ihr Lieben, Gott möchte, dass du vollkommen geheilt, vollkommen voller Vertrauen bist, dass dein himmlischer Vater nie lügt, dich nie im Stich lassen wird, dass du seinen Worten hundertprozentig vertrauen kannst. Und die Blockaden sind meistens negative Erfahrungen mit Autoritätspersonen. Vergib denen, lass sie los und setz dein ganzes Vertrauen in Gott alleine. Und du wirst sehen, wie da eine Dimension an Freiheit, an Frieden, an ein Fundament an Festigkeit entsteht in deinem Leben. Da konnten eben die drei Jünglinge im Feuerofen tanzen. Da konnte eine Königin Esther sagen, wenn ich umkomme, komme ich um. Da konnte ein Daniel in der Löwengrube schlafen mit schnurrenden Löwen, weil die keine Angst mehr gerochen haben. Ihr Lieben, wir müssen herauskommen aus jedem Angstverhalten, aus jedem schuldigen Verhalten und hineinkommen in ein Leben des reinen Glaubens an unseren wunderbaren Vater, der alle seine Verheißungen hält und dich liebt wie seinen Sohn Jesus Christus. Ich vertraue, dass du jetzt haben wir noch ein letztes Kapitel am Glauben festhalten. Das werde ich jetzt noch eins mit deinen Worten des Segen beursachen. Aber das machen wir vielleicht das nächste Mal. Aber bitte, bitte, halte fest an deinem Glauben, an den König aller Könige. Und lies im Wort Gottes. Wisst ihr, wenn wir jetzt die Offenbarung lesen, die ich nie lesen wollte, weil sie mir zu heftig war, aber jetzt hast du den Eindruck, du liest die Tageszeitung. Jesus kommt und Jesus holt seine Braut. Und Jesus wird uns in die ewige Herrlichkeit mit sich nehmen, als seine Braut. Ich vertraue, dass jeder, der dieses Tonband hört oder dieses YouTube, dass du eine berufene Braut Jesu Christi bist und nichts tust, um was zu bekommen, sondern glaubst alles, was Gott dir schon verheißen hat. In der Liebe Jesu grüße ich dich, umarme dich aus Tausenden von Kilometern und schicke dir eine offene Tür, Gott zu vertrauen und zu glauben, koste es, was es wolle. In Jesu Namen. Amen.